Ja, wir sind heute Morgen hier auf dem Dach vom Unimog-Museum. Deshalb haben wir auch diese stylischen Warnwesten bekommen vom UCG. Vielen Dank. Hinter uns ist der Stand von Mercedes. Die haben schön für Unimogs aus jedem Bereich mitgebracht. Neben mir steht Michel von Mercedes-Benz Special Trucks. Ja, das ist eine ganz besondere Veranstaltung für mich auch hier. Also eben, ich beschäftige mich nicht nur beruflich mit dem Unimog als Regionalleiter, sondern bin auch langjähriger, eigentlich seit den Kindesbeinen Unimog-Fan. Darf auch schon viele Jahre einen eigenen Unimog, ja, mein Eigentum nennen. Und bin auch lange schon Unimog Club Wackenau Mitglied. Und das ist natürlich heute eine besondere Freude, sowohl hier beruflich unsere neuen vorstellen zu dürfen und natürlich hier das 25-jährige Jubiläum mit all den anderen Unimog-Fans, Freunden und Fahrern hier feiern zu dürfen. Also wir haben hier einen U4023, einen Unimog-Doppelkabine, den wir so in Wörth bauen. Und mit der Firma Hellgate haben wir einen sehr langjährigen Kooperationspartner, der gerade all diese Umbauten für die Privatkunden macht, die wir in der Großserie nicht mehr abbilden können. Man sieht das jetzt hier, das war unser Exponat auf der Abenteuer- und Allrad in Bad Kissing. Eben vorne eine Frontwinde von Wahn, eine Hutchinson, mehrteilige Alufelgen. Man sieht auch diverse LED-Lichter, also ein richtiges Spaß- und Fahrfahrzeug, mit dem ich auch richtig im Gelände spielen gehen kann. Ja, hier bei unseren Exponaten auf der Vorderseite wollten wir einfach mal so zeigen, was hat es an besonderen Fahrzeugen gegeben, sowohl in der Historie als auch aktuell, eben für all die, die Spaß mit ihrem Unimog haben wollen. Den 4023 Doppelkabine haben wir uns schon angeguckt. Wir haben das ganz Besonderes in ganz wenigen Stückzahlen gebaut. Hier ein Brabus Unimog. Man sieht das sehr auffällig rundum verkleidet. Innenausstattung in Alcantara mit Navi, also was ganz Seltenes. Und deswegen hier in dieser Reihe bestens aufgehoben. Daneben haben wir hier ein Unimog Cabrio. Der Unimog hat als Cabrio mal angefangen und aus Kundenbedarfen heraus ist es auch für die aktuellen Baureihen eben entwickelt worden. Das hier ein absolutes Einzelstück für die Zivilkunden, so nicht häufig erwerbbar, aber was ganz Besonderes. Und eben als viertes in der Reihe haben wir hier noch ein U4023 als Wohnmobil mit einem Aufbau der Firma Bimobil, alle für diejenigen, die auf Weltreise gehen wollen. Das Verdeck hat sehr viele Züge vom 406. Das ist ein klassisches Mercedes-Verdeck, halt nur auf einem ganz neuen Unimog. Also kann man Pritsche schmeißen. Ja, man sieht, Dach offen. Das gibt so richtig ein bisschen was von dem Lebensgefühl Unimog wieder zurück, auch in der modernen Baureihe. Richtiges Spaßfahrzeug. Ich fühle mich wie in meinem 437, die Lüftung ist identisch. Richtig. Der Rest, es ist eine U4000, gleichzeitig dieses 406-Feeling durch das offene Dach. Also hier haben wir wirklich alles in einem Unimog zusammengefasst. Ganz genau, und das aktuell vor der Produktion. Fireflies, zwei Wege Unimogs. Mercedes waren mit die einzigsten oder sind immer noch mit die einzigsten, die sowas anbieten. Fahrzeuge, die auf zwei Wege zu führen sind. Ja, und wir haben auch hier eben für das Unimog-Jubiläum eben die Geschichte der Generationen hier auch so zur Schau getragen. Man sieht jetzt hier gerade den 1400er angefahren kommen, eben mit einer Bereifung, die die Spur der Schiene genau aufgreift. Das heißt, die Antriebsräder, die Gummiräder treiben auch den Zug auf der Schiene voran. Und man sieht dann vorne und hinten eben diese Schienenführung, die den Unimog auf der Schiene festhält. Und man sieht, dass er schön wieder hier vorbeifährt, eben auf der Schiene direkt hinterherfährt. Das ist so eben hier der Schützerträger in den 80er, 90er Jahren gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben noch hier eine ältere Generation, ein U406, auch schon damals mit Schienenführungseinrichtung ausgestattet worden von der Firma Zagro. Alle drei Fahrzeuge, die wir sehen, sind hier Zagro-Fahrzeuge mit Schienenführungseinrichtung und eben als Rangierer gebaut. Und den neuesten Rangierer, den gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Man sieht jetzt hier hinter mir den U423, neuester Bauart, eben auch als Zwei-Wege-Fahrzeug. Das Besondere daran ist hinten der Aufbau, wo jetzt gerade die Klappe aufgestellt ist. Das ist die Druckluftkesseleinrichtung, die vom Unimog Nebenantrieb angetrieben wird. Weil wenn ich einen kompletten Zug und der Unimog kann bis zu 1200 Tonnen ziehen, durch die Gegend bewege, muss ich auch sicherstellen, dass ich den Bremsdruck in allen Anhängern habe oder allen Waggons, wie der Eisenbahner sagt. Und das stelle ich damit sicher. Man sieht vorne und hinten am Unimog die kleinen Trittstufen.
auf dem der Lokführer, der den Unimog bewegt, auch außen stehen kann. Denn das Besondere an dem Unimog, er ist komplett funkferngesteuert fahrbar, das heißt auch von außen. Das heißt, im Rangierverkehr kann ich ein- und aussteigen und eben dann mit der Kuppelstange, die hinten sieht, automatisch kuppelt dann auch sehr einfach Züge bewegen. Trotzdem, das Grundprinzip hat sich in 40 Jahren Unimog nicht verändert. Die Gummireifen treiben weiterhin und die Eisenräder sind nur für die Führung da. Und eben der Reibwert Gummi auf Stahl ist sehr hoch, dadurch kann ich eben dann auch mit so einem kleinen Unimog 1200 Tonnen Waggons hinter mir herschleifen. Stell dir die Traktion auf dem Acker vor. Wäre ein Traum. Und das ohne Ackerstolle. Was heißt das? Wir müssen in die Mais rein Schienen verlegen. Genau. Ja, jetzt hier in der Mitte haben wir unsere Kommunalfahrzeuge. Also zum einen auf der linken Seite so ein klassischer Mähzug mit Anbaugeräten der Firma Dücker, Tandem-Mähgerät. Auf der rechten Seite hier unser kleinster U218, langer Radstand. Sehr kompakt, wendig in der Innenstadt mit einem Hakenlift der Firma Maitec. Eben dann, wenn ich schnell und einfach Geräte wechseln will. Ein Kundenfahrzeug der AWB aus Köln. Man sieht auch hier die Vielfältigkeit des Unimogs, jetzt aufgebaut für den Winterdiensteinsatz, eben hier in der Reihe der Winterdienstfahrzeuge mit einem Flexi-Wet-System der Firma Küpper-Weiser. Und man sieht diese Verrohrung nach vorne, das heißt, dieses Fahrzeug kann ich zum Beispiel auch zum Gießen einsetzen, zum Reinigen mit Hochdruck, mit Wasser, also eben sehr flexibel einsetzbar. Man sieht, wenn man drunter schaut, diesen roten Rahmen, das ist ein sogenannter Torsionsrahmen, der das Fahrzeug auch dazu befähigt, eben wie bei dem ersten Fahrzeug in den Mäheinsatz zu gehen, um eben den Schwerpunkt auszugleichen. Und ganz hinten, wenn man vorbeilaufen, sieht man dann noch einen alten, oder ich sag mal bewährten 1450 aus den 80er Jahren, das klassische Winterdienstfahrzeug, womit der Unimog im Winterdienst groß geworden ist. Bei den älteren Unimogs, jeder, der einen Unimog hat, kennt es, er rostet, wenn man ihn nicht entsprechend pflegt. Also gerade die, die im Winterdienst haben, haben meistens Rostprobleme. Aber Mercedes hat seine Hausaufgaben gemacht und geht dagegen vor, indem wir die Kabine jetzt aus... aus einem Faserverbundwerkstoff fertigen. Mhm. Das heißt also mit der Einführung der Geräteträgerbaureihe, Anfang 2000, wenn man es hier drauf klopft, das hört man, ist ein Faserverbundwerkstoff. Zum einen sehr leichtes Material, hochstabil. Ich entlaste die Vorderachse, weil das natürlich bei einem Unimog Geräteträger mit das Wichtigste, vorne möglichst große Frontanbaugeräte für einen schlagkräftigen Einsatz transportieren kann. Das heißt Entlastung der Vorderachse, minimales Gewicht und eben kein Rost. Aber nichts mehr mit GoPro mit Magnethalterung anbringen, ne? Richtig. Dafür gibt's ja auch Klemmhalterung für die GoPro. Alle Unimog-Filmer brauchen jetzt Klemmhalterung, weil mit Magneten geht's nicht mehr. Hinter mir steht der größte Agrar-Unimog aus der Baureihe, 530. Wenn man hier hinten rauf guckt, Scharmüller-Anhängerbock und mit der K80 mit Zwangslenkung dran. Im ersten Moment, vom System her ist es ziemlich dasselbe wie bei meinem 1700er, aber alles ein ganzes Stückchen weiterentwickelt. Wir haben hier schon Load-Sensing-Anschlüsse hinten. Heckkraftheber ist kompakter, am Fahrzeug dran. Was für eine Ölmenge haben wir hier hinten an den Steuergeräten? Also Load-Sensing-mäßig hat der 110 Liter, die ich maximal im Förderstrom nehmen kann. Und mit dem vergrößerten Hydrauliktank bis zu 70 Liter Entnahmemenge. Wir haben hier auf der linken Seite den Kühler für den hydrostatischen Fahrantrieb. Ja. Das heißt, hier auch der Agrar-Unimog ist mit hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet, was mir ermöglicht, von 0 bis 50 km/h stufenlos zu arbeiten. Also nicht für den schweren Zugbetrieb, sondern zum Arbeiten kann ich hier eben stufenlos arbeiten und kann dann automatisch in den mechanischen Antriebsstrang wechseln und da habe dann die vollen 300 PS als Zugleistung dann für schwere Zugkombinationen zur Verfügung. Auf der anderen Seite haben wir den Kühler für die Arbeitshydraulik, wo genau dann eben die Ölmenge für die Hydraulikleistung gekühlt wird. Das Ganze im anfallgeschützten Bereich. Und das heißt, nicht immer innerhalb der Blitzschmeißer, heißt, auch wenn ich hier von außen irgendwo Stöße habe, bin ich immer im geschützten Bereich. Und natürlich das Ganze leicht zugänglich, einfach zu reinigen, damit ich auch, wenn ich staubintensive Einsätze habe, die Kühler einfach schnell ausblasen kann und das Ganze wieder sauber habe. Ja, wir haben hier den Zusatztank mit nochmal zusätzlich 85 Liter. Also da wird nie das Öl knapp. Frontkraftheber abnehmbar in der Frontanbauplatte. Ich habe hier direkt an der Tür einen Druckluftanschluss mit Druckluftpistole hier in der Klappe. Kann hier mir den Kühler auch genauso wie hinten einfach aufmachen zum Reinigen.
kann das Ganze schnell wieder zumachen, zusätzlich zu dem Wendelüfter, den es beim Unimog gibt. Und das heißt, unterm Fahrzeug, vor dem Motor sitzt nur der Ladeluftkühler und alles andere ist leicht zugänglich von außen. Auf der schmutzabgewandten Seite beim Mähen, das heißt, rechts ist kein Kühler, nur links, und den kann ich einfach reinigen. Und somit haben wir weniger Motorhaube und können besser aufs Arbeitsgerät gucken. Man kann hier von der Kabine aus die Fronthydraulik sehen. Bei unserem 437 ist es so, man sieht gar nichts am Frontkaffeebar an der Fronthydraulik, wenn man irgendwas anbaut. Hier kann man das recht gut sehen. Und ich habe dann noch 3 Kameras am Fahrzeug, die ich optional ab Werk bestellen kann. Das heißt, eine Frontkamera mit direktem Blick auf die Frontarmorplatte, eine Rückfahrkamera und eine dritte Kamera, die ich dann mit einem Befestigungsfuß rund ums Fahrzeug positionieren kann, je nachdem, was ich für Arbeiten mache. Und kann man das Ganze dann oben im Bildschirm in der Mitte von der Windschutzscheibe anzeigen lassen. Nochmal ganz besonders möchte ich mich bei den Jungs bedanken, die mitgekommen sind. Man sieht mich immer nur vor der Kamera. Viel wichtiger ist, was hinter der Kamera passiert. Moritz macht den Kameramann. Das ist auch sehr gut. Denn Robin und Kjell, die mit dabei sind, beide, der eine als Autofahrer, der andere als Unimog-Fahrer. Und gleichzeitig sind die bei uns am Zelt in der Zeit, wo wir hier über den Platz tängeln und Interviews nehmen. Robs und Kjell würden bestimmt auch gerne mehr rumlaufen, aber trotzdem top, dass sie fürs Unimog-Team den Tag am Zelt verbringen. Darkness lead us into the light. Later dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more.